Herzlich willkommen auf der offiziellen Seite von Arlovsky Consulting GbR. Ich bin Geschäftsführer Alexander Arlovsky und ich möchte heute mit Ihnen über folgende Thema reden. Es geht um das Plattform Xing. Bis vor kurzem war ich dort angemeldet und diese Anmeldung war ziemlich lang, über viele Jahre. Nun, irgendwann kam die Meldung, dass der Xing hat entschieden, die Gruppe zu schließen. Nach meiner persönlichen Meinung, der Xing als Plattform ist schlechter geworden, vor allem wegen der Unübersichtlichkeit. Also die Gruppen, die dort man findet, sind sehr unübersichtlich und auch die Möglichkeit von zum Beispiel mit den Mitgliedern zu kommunizieren auch nicht besser gewesen. Das heißt, man hat dort einen Kasten, wo man Text reinschreiben kann und ziemlich begrenzt mit der Funktionalität. Und wie man sieht, die werben eigentlich mehr mit den sogenannten Karrieremöglichkeiten, dass man mit dem Xing einen passenden Mitarbeiter findet oder eine Firma findet und dann auch sozusagen eine Win-Win-Situation entsteht. Ich persönlich würde sagen, ich habe bisher keinen Mitarbeiter der Xing-Plattform eingestellt. Ich hatte zwar einige Business-Connections über Xing gehabt, aber ehrlich gesagt daraus nichts geworden. Und wir sind noch auf dieser Seite. Man kann hier, glaube ich, die Sprache wechseln. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5 Sprachen. Und wenn man so deren Webseite schaut, die Landingpage ist nicht schlecht. Aber wenn man geht da rein, wenn ich nochmal Xing reintippe, und einfach so, genau, mit Google. Und jetzt möchte ich mich registrieren. Die Eingabemasken. Das sieht zwar schön und gut, aber wenn man andere Oberfläche betrachtet, wenn man auf ein bestimmtes Profil von einer Firma geht, keine Ahnung. Jetzt mache ich kleine Werbung für Firma Imbus. Ja, warum nicht? Imbus ist ein gutes Unternehmen, Softwarequalität. So, jetzt gehe ich auf deren Seite und man sieht tatsächlich die Oberfläche. Und Imbus ist ein gutes Unternehmen, da möchte ich darüber nicht so viel darüber sprechen. Aber ich möchte sprechen zum Beispiel über die Benutzeroberfläche von Xing. Die Benutzeroberfläche von Xing ist veraltet, nicht mehr responsive genug und die Möglichkeiten sind ziemlich begrenzt. Zwar es kann sein, dass es gut als Landingpage aussehen kann, aber innerhalb von Xing man hat nicht so viel Möglichkeiten mit den Menschen zu vernetzen. Klar, man hat direkte Nachrichten, man kann Nachrichten direkt zueinander senden und auch blocken, wenn dieser Kontakt nicht interessant ist. Aber trotzdem, die Präsentation von den Gruppen, ich versuche jetzt eine Gruppe zu finden. Gehe ich über Google. Xing-Gruppe, irgendwelche Gruppe zu finden. Genau. Die versuchen jetzt mit den Gruppen zu werben. Gehe ich auf diese, eine der größten, ich betone, eine der größten Plattformen. Und die haben sich geschlossen. Moment. VGSD, wahrscheinlich auch nicht schlecht. Genau. Wie man sieht, hier die Beiträge. Die Beiträge sind immer hintereinander. Man muss scrollen oder suchen nach einem bestimmten Beitrag. Zum Beispiel Business. Genau. Man findet das und kommt auf Landingpage. Man kann nicht jede Gruppe lesen, aber diese Repräsentation, die schon seit mehreren Jahren war immer so. Manche sagen, das ist für mobile Geräte. Ich verstehe das auch. Aber für mich, nach meiner persönlichen Betrachtung, das ist sehr unübersichtlich. Man muss ständig scrollen. Und zum Beispiel die Benachrichtigung, wenn man ein neues Kommentar abgesetzt hat. Das ist nicht eindeutig. Da hat man hier in der Ecke eine Icon und dann muss man auf diese Icon klicken und dann die Nachrichten durchsuchen. Dann gab es auch sogenannte Events. Die Events
und waren Veranstaltungen von irgendwelchen Organisationen, die man anmelden könnte und besuchen könnte. Und dies alles schafft Xing ab. Keine Gruppen, keine Events, das schafft alles ab. Das wird alles abgeschafft von Xing. Und das ist schlecht, nach meiner Meinung. Also für mein Unternehmen hat sich wohl die Teilnahme an Xing-Plattform sich nicht rentiert. Aus diesen Gründen sage ich Tschüss zu Xing und stelle ich Ihnen vor meine eigene Lösung von meiner Firma. Genau. Das heißt OCG Forum. Diese Plattform wird von meiner Firma betrieben. Ziel und Absicht in erster Linie eine Kommunikationsstelle zwischen meinem Unternehmen und potenziellen Kunden herzustellen und auch einen Platz für alle Interessenten anzubieten. Das heißt, Sie können ganz kostenlos auf dieser Plattform Ihre Werbung schalten. Natürlich, Sie müssen mit angeben, welche Firma sind Sie, aus welchem Land und Umfang von Ihren Dienstleistungen oder Produkten. Aber wenn Sie sich in dieser Plattform anmelden, was steht Ihnen als Möglichkeit? Zum Beispiel, Sie können hier, wenn Sie angemeldet sind, Sie können hier eine Nachricht hinterlassen in dem Chat. Sie können schreiben, keine Ahnung, Hello, Hello Welt. Und dann sehen alle Mitglieder, ja, es gibt einen neuen Beitrag. Dann natürlich. Meine Plattform hat eine entsprechende Datenschutzerklärung, da würde ich das nicht erklären, weil es selbstverständlich ist. Und andere Themen, also dieser Abschnitt betrachtet nur die Themen, die meine Firma betreffen, aber Sie haben die Möglichkeit hier zum Beispiel eine freie Werbung zum Beispiel für die Immobilie hinterlassen oder ein Gesuch hier hinterlassen. Sie können hier Ihre Job Veröffentlichungen machen oder wenn Sie nach einem Job suchen. Das ist so ähnlich bei Xing, aber besser gestaltet. Besser gestaltet. Ich erkläre Ihnen auch weiterhin, warum ist es besser. Sie können hier auch eigene Gruppen erstellen. Sie müssen nur noch lediglich Ihre Gruppe vorschlagen und dann wird einer meiner Mitarbeiter entsprechend sich daran bemühen und einen Gruppenkategorie erstellen. Und dort können Sie sich dann mit Ihren Mitgliedern kommunizieren. Die Gruppe kann privat oder öffentlich sein, sogar mit Passwort. Wenn man private Gruppe mit Passwort braucht, das ist auch möglich. Diesen Service bietet meine Firma Ihnen kostenlos an. Weiterhin das Wichtigste, das Ganze, sobald irgendwo man einen neuen Beitrag hat, zum Beispiel, ich erstelle hier ein neues Beitrag. Keine Ahnung. Okay, Braut. Testbeitrag. Dann kann man hier schreiben Testbeitrag. Und Sie haben dann die Möglichkeit, diesen Beitrag, sobald das veröffentlicht wurde, gehe ich nochmal Show Forums. Sehen Sie? Dann sieht das jeder, okay, es gibt ein neues Beitrag. Klar, für die private Gruppen wird das wahrscheinlich nicht angezeigt oder wenn das wird dann angezeigt, der Zugriff wird nur für diejenigen sein, die in diese Gruppe den Zugriff haben, den Passwort haben. Genau. Aber Sie bekommen auch entsprechende Notifikationen in dieser Form. Dann Sie können auch untereinander kommunizieren, Sie können für bestimmte Mitglieder eine Nachricht senden. Diese Möglichkeit existiert auch hier. Show Forums. Dann kann ich zum Beispiel, keine Ahnung, auf Members gehen. Members, 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 Members. Ja, ich glaube, genau, Members, ja. Und hier, ich kann zum Beispiel einen Member auswählen und kann ihm anschreiben. Natürlich, klar, man muss bekannten Member anschreiben und Sie haben hier auch die Möglichkeit, Ihre Privatnachricht zu senden, falls Sie mit jemandem einen Kontakt wünschen. So, das ist das Wesentliche bei dieser Plattform. Falls Sie nichts sofort finden, Sie können auch hier suchen. Sie können zum Beispiel hier in der Suche eingeben, zum Beispiel
free workshop. Dann erhalten Sie diese Suchergebnisse. Und Sie können überzeugt sein, dass Sie, falls tatsächlich zwei oder ein Wort auftritt, dass Sie auch was finden. Das zum Beispiel, sowas gibt es nicht bei Xing. Bei Xing können Sie sowas nicht machen. Genau. Das Forum selbst ist in Deutschland gehostet. Wie schon gesagt, meine Firma Arlowski Consulting GmbH betreibt das Ganze. Und das ist eine echte Alternative für das Xing als solches. Klar, es basiert auf einer schon seit mehreren Jahren bekannten Plattform. PHP-BB Engine, Open Source Forum Software. Aber ich kann sagen, die ist sehr robust und die, da gibt es immer ständige Erweiterungen. Meine Firma pflegt das alles ein. Und wenn Sie dort, wenn Sie bei uns hier anmelden, seien Sie sicher, Sie werden durchaus bessere Erfahrungen sammeln, weil wir arbeiten immer fest daran, unsere Plattform für die Benutzer besser zu machen. Und wenn Sie weitere Fragen haben, Sie können jederzeit in diese Plattform reingehen ohne Anmeldung und dann entsprechend mich kontaktieren. Wenn ich hier auf Fragezeichen klicke, das müsste eigentlich ja, nach unten gehen. Achso, jetzt muss ich ein bisschen orientieren. Ist okay. Man kann zum Beispiel über Kontakt. Feedback, Ideas, Suggestions, genau. Und da können Sie wahrscheinlich Kontakt mit dem CEO, genau. Da können Sie mit mir schnell in Kontakt treten. Das Plattform selbst hat auch, glaube ich, Kontaktformular, wenn ich mich nicht irre. Ja, Brief. Da muss man auf diesen Brief klicken. Und so können Sie ohne Anmeldung an mich eine Nachricht senden, falls Sie noch nicht überzeugt sind. Aber ich bin sicher, Sie werden überzeugt sein, dass meine Plattform ziemlich gute Alternative bietet. Vor allem, wenn Sie sagen, ja, aber was ist mit der Sprache, mit der Übersetzung? Schauen Sie hier. Da kann man über dieses Kasten, muss ich mich schnell anmelden. Das Passwort wird sowieso abgeändert. Genau, das ist zusätzliche Schicht von der Sicherheit. Das muss ich. Okay. Was wollte ich hin? Genau, es geht um die Anmeldung. Man kann über die sozialen Netzwerke hier anmelden. Die müssten eigentlich irgendwo erscheinen. Okay. Das muss ich noch nachhaken. Aber wie schon gesagt, das Plattform befindet sich noch weiterhin in der Entwicklung. Diese Möglichkeit steht immer gerne allen zu. Was ich suche aktuell. Genau, wie man mit Kontakt mit mir tritt und die Konfiguration von der Sprache. Okay, jetzt auf Profil klicken und dann hier bei den Edit Profile. Board Preferences. Da kann man mehrere Sprachen auswählen. Wenn Sie nicht deutschsprachig sind, Sie können wahrscheinlich mehr Sprache vorschlagen. Wenn die gibt, wird die automatisch installiert. Und ich zeige Ihnen, Sie haben eine Sprache ausgewählt, auf Submit geklickt, Sprache wurde geändert, dann jetzt auf andere Sprache umgestellt. Und jetzt, wenn ich auf Britisch oder Deutsch reingehe und dann wieder auf die Sprache umgestellt und dann ist es in Ihrer Sprache, erscheint alles in Ihrer Sprache. Ja, auf jeden Fall, das Plattform ist super stabil. Es ist nicht so wie bei Xing, weil Xing hatte auch Probleme gehabt und
Wie schon gesagt, wir entwickeln fest daran und wenn Sie weiterhin noch nicht überzeugt sind, Sie können jederzeit auf die offizielle Seite von meiner Firma gehen und dort über die Kontaktformular mit uns in Verbindung treten. Die Möglichkeit steht Ihnen auch zu. Aber ich möchte betonen, Xing ist veraltet, ineffizient und die kann man nicht so ganz gut gebrauchen. Meine Plattform besteht auf beständige und weitere Erweiterungen auf und wir setzen die Entwicklung in kleineren, aber sehr qualitativen Schritten vor. Und für uns ist wichtig, dass wirklich tatsächlich Sie als unsere Kunde oder potenzielle Kunde oder einfach Interessierter das Beste daraus gewinnen können. Das ist unsere Absicht. Und ich hoffe, Sie können somit durch diese Präsentation überzeugt sein, dass es gibt eine Alternative für Xing. Meiner Meinung nach mehreren Alternativen zu haben. Klar, es gibt LinkedIn, es gibt Twitter, es gibt viele andere Plattformen. Sie können eigentlich auch, wenn Sie ein Konto bei dieser Plattform haben, auch mit diesem Konto bei uns hier anmelden. Natürlich, Daten werden datenschutzrechtlich nach der Ordnung behandelt. Und wir freuen uns, Sie wieder auf unserer Plattform willkommen zu heißen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Schönen Tag noch.